Hallo liebe Leute, willkommen bei der neuen Folge von Last of Us. Wir sind gerade auf dem Weg zu den Fireflies, die in irgendeinem Krankenhaus sein müssen. Und Ellie ist noch traumatisiert von den Ereignissen von vor ein paar Wochen oder Monaten. Kann man nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hat sie irgendwas. Und auf ziemlich viel Scheiße, die sie erlebt hat. Wir können hoffen, dass es dann irgendwann mal besser wird. Schauen wir mal, was hier ist. Das Wohnmobil aus Breaking Bad. Gott. Nee, tauschen möchte ich nicht. Aber hier hätte man auch mal ein schönes Breaking Bad Easter Egg einbauen können. Auch wenn er einer meiner absoluten Lieblingsserien. Nee, ist hier nicht. Okay. War hier noch irgendwie was? Oh. Vergib uns. Vergebt uns. Was wohl passiert ist? Selbstmord. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Irgendein Psychologe könnte das auf jeden Fall jetzt deuten. Vielleicht finden wir ja einmal den Fireflies. Ah, Träume sind manchmal schon komisch. Aber lieber fliegen anstatt fallen. Das ist immer noch am schlimmsten. Da hat man als Kind oft von geträumt, von irgendwie so ein Loch fallen, dass man aufgewacht. Das hatte, glaube ich, schon jeder. Wahrscheinlich irgendwelche Ängste, die verarbeitet werden. Sieh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Ellie ist aber wirklich schlecht drauf. So kennt man sie ja gar nicht. Ist hier noch was drin? Ja, das hat sie wirklich mitgenommen. Okay. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Eigentlich verrückt, dass die Armee es nicht geschafft hat, die Infizierten irgendwie auszulöschen. Ne? Man könnte eigentlich denken, die wären mächtiger als so ein paar. Nicht Zombies, sondern Infizierte. Aber wahrscheinlich geklappt zu haben. Busstation. Vielleicht geht es hier durch, ha? Ellie, hä? Was ist denn los? Oh. Tut mir irgendwie leid, die Arme. Das sieht cool aus. Könnte fast schon so ein bisschen Museum sein. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Wie gut drauf er einfach ist. Und auf geht's. Ellie? 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 Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Moment, ich muss eben nochmal gucken. Ja, wir kriegen sie schon wieder aufgepäppelt. Ist ja auch wirklich hart. Also wenn man das erlebt, vor allem als so junger Mensch. Oder auch als Erwachsener. Eigentlich ist man erstmal traumatisiert fürs Leben. Können wir nochmal hier hinten schauen. Ja, wir konnten uns ja noch aufleveln mit den
Medis. Oh ja, maximal Gesundheit. Ah. So, ich komme. Der Spaß geht weiter. Danke für die Leiter, Ellie. Ellie! Okay. Irgendwas hat sie gesehen. Schnell hinterher. Und irgendwas hat gekracht. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Was hat sie gesehen? Also ich sehe rein gar nichts. Okay. Was zur Hölle? Oha. Ellie, warte. Soll das ein Scherz sein? Hm. Ah, die Musik ist schön. Endlich mal was Hoffnungsvolles. Komm, Beeilung! Ja, ja, warte, warte. Oh, scheiße. Stimmt. Ah. Siehst du das? Ach, wie schön. Ja. Schon gut, schon gut. Ich habe schon mal eine Giraffe gestreichelt. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist sie hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Hey, Freunde. Ja, Magic Moment in dem Spiel, muss man wirklich sagen. Berührt einen immer noch. Vor allem nach der ganzen Scheiße, die passiert ist. Haben sie schön gemacht, dass man da wirklich mal so einen tollen, positiven Moment hat. Ich weiß gar nicht, wohin. Ach, von hier sind wir gekommen, stimmt. Also finde ich super gemacht. Ganz toll. Und freut mich auch für Ellie, dass sie jetzt wieder ein bisschen Lebensmut fasst. Ja, die Natur hat es besser ohne den Menschen. Es geht ganz schnell, wenn wir mal weg sind. Es geht ruckzuck. Die Erde braucht uns nicht. Ist ja fast schon ein bisschen Jurassic Park. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen, aber die Aussicht ist echt klasse. Das stimmt. Ja, toller Moment, wie gesagt. Den muss man mal wirken lassen. Und natürlich auf PlayStation 5 nochmal viel schöner als damals. Ach, die Arme. Eigentlich würde man sie jetzt gerne knuddeln oder umarmen. Aber es hilft nichts, sie müssen weiter. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen.
Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja, sie ist entschlossen. Aber möchte man die Menschheit nach diesen Erfahrungen noch retten? Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Also, ich weiß nicht, ob ich noch so heiß auf so einen Impfstoff wäre oder ein Gegenmittel. Vielleicht sollte die Menschheit auch einfach verschwinden. Ist, glaube ich, für alle besser. Natürlich gibt es auch noch das Gute. Da ist noch einer. Oh, beim Stuhlgang gestorben. Es gibt schönere Tode. Das nehme ich doch mal mit. Das brauchen die bestimmt nicht mehr. Hoffentlich geht es jetzt echt besser. Aber scheint so. Würdest du was sagen? Willst du was vom Panzer sagen? Doch nicht. Das ist, weil sie so doof steht. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Das war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Ja, schon hart. Aber lustig, viele Parallelen das dann doch mit der Corona-Pandemie hat. Hätte man auch nie gedacht, dass das wirklich mal passiert. Man kennt sowas sonst nur aus Filmen und Serien und Videospielen. Da passiert das mal in echt. Natürlich jetzt nicht so in diesem Ausmaß, aber... Es ist halt nichts sicher auf der Welt. Kann sich alles ändern, von einem auf den anderen Tag. Das sollte man einem immer bewusst sein. Vor allem hat man es ja die letzten Jahre gemerkt. Oh, was ist das denn? Eine Nagelfeile. Hier ist auch schon alles sehr lange verlassen. Könnte eigentlich noch mal eine Elefantenherde vorbeikommen. Hey Joel, ich hab was für dich. Ja, was denn? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Oh nein, das Bild. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Okay, jetzt kann er das Bild auch annehmen. Ich glaube, jetzt hat er es ein bisschen verarbeitet in den letzten Monaten. Jetzt hat er, glaube ich, auch damit ein bisschen abgeschlossen. Auch dank Ellie. Hat er auch ein bisschen Tochterersatz für sich gefunden. Schön traurig. Schrecklich. So, Krankenhaus, wo ist es denn nochmal?
Da hinten, ne? Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo Loot hier ist. Looty, looty, mooty. Ich kann nichts finden. Aber wir sind fast da, ist nicht mehr weit. Nur noch durch diesen scheiß dunklen Tunnel. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Wollen wir es hoffen. Aber wir sind noch nicht da. Ich ahne wieder fürchterliches. War klar. So einfach wollen sie uns nicht machen. Ah, nicht so ein Bloater-Vieh wieder. Ich versuche mir einfach komplett dran vorbeizuschleichen. Gar keinen Bock auf die. Das ist der fette Klops. Wie er sich anhört, wie so ein Löwe. Oh Gott. Erstmal auf den Wohnwagen drauf. Ist die Frage, kommen wir so durch? Dann könntest du eigentlich alle weglocken, ne? Hab ich einer gesehen? Nein, rennt da mal hin. Oh. Werde ich durchrennen sollen. Scheiße! Bin wieder hoch! Oh ne, der fette Klops. Kommt der hier hoch? Als ob er hier hoch will. Okay, ciao. Ich hoffe, man muss hier nicht besiegen. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Okay, einfach durchrennen, einfach durchrennen. Keine Ahnung, wo Ellie ist. Ja, moin, übertreib's. Auf den Loot muss ich verzichten. Ciao. Hey, ich helf dir da hoch. Ja, shit. Ja, okay, es sind zu viele. Okay, da muss man die doch wohl alle killen. Okay, ah, shit, jetzt bin ich selber reingerannt. Flammenwerfer haben wir noch. Ich habe das Gefühl, es sind noch welche hinter mir. Oh Gott, da sind auch noch welche. So, kommt ihr Wichser. Komm! Es gibt's nicht. Okay. Okay, wir müssen sie irgendwie so erledigen. Oder dran vorbeischleichen. Sonst können wir die Leiter da hinten nicht nehmen. Fail. Okay. Ja, vielleicht kann man sie auch echt hinterhin schleichen. Lass mal das nochmal bauen. Ja, Flammenwerfer. Der musste irgendwie nachladen. Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh. Wo gehen die hin? Irgendwas hat hier auf jeden Fall weggelockt.
Können wir eigentlich auch in Ruhe lassen. Da hätten wir... Bleib hier. Die könnten wir doch eigentlich alle weglocken, oder? Gucken. Ja. Dann sollte es doch eigentlich mit der Leiter klappen. Das ist echt so ein Löwengehege. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ein guter Tritt. Okay. Ellie, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Na geil, man kann sie echt durchschleichen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Beeil dich. Bitte. Okay. Und tschüss. Ja, ich komme hier nicht rüber. Gut gemacht. Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Okay. Wäre jetzt ein schöner Moment, hier schwimmen bei. Auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Ja. Na klar doch. Das machen wir. Komm. Ach, quetsch dich durch. Ich bin jetzt drüben. Cool. Dann lass uns die Leiter runter. Ich bin okay, diese Leiter Moment. Noch immer. Das kann nicht deren Ernst sein, dass überall Leitern sind. Aber wohin runterlassen? Hier? Geht das? Ja, scheint so. Ja, kann sie ja noch stehen. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. War geil, wie wir die umschifft haben. Klar liegt dann Comic. Hier ist noch einer. Muss ich da rüber jumpen? Nee. Oh. Boah. Riesig. Ich bin erschrocken. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Keine Ahnung, wie sie rübergekommen ist, aber sie hat es geschafft. Na komm, mach dich wieder auf. Pass auf! Ellie! einfach auf sie drauf. Echt Zeit, dass sie vernichtet werden. Ellie ist feuerfest. Über den Scheiß überlebt sie. Dankeschön. Keine halben Sachen mehr. Hm. Was haben wir denn? Ja, Flammen wäre für mich nicht so überzeugt von, aber... Ja, Pumpgun will ich schon noch mal ein bisschen aufleveln. Ja, mehr Kugeln auf jeden Fall. Das können wir echt gut benötigen. Die ist so schnell immer leer. So. Ja, Schussfolge auf jeden Fall auch. Und... Ja, Nachladetempo ist auch super. Ich glaube, können wir irgendwas machen? Ja, Nachladetempo für den Flammenwerfer könnte auch besser sein. Da witzig, dass es eigentlich keine Maschinengewehre gibt. Im zweiten Teil gibt es sogar
ganz am Ende, glaube ich, eins. Weil eigentlich sind das so die üblichsten Waffen, vor allem beim Militär und so. Das habe ich nie verstanden, weil wahrscheinlich, weil die zu mächtig wären, klar. Aber unlogisch ist es trotzdem. Oder mal so eine Passage mit so einem Stand-MG oder so gibt es auch nicht. Was doch eigentlich sonst immer sehr beliebt ist. Da haben wir noch Schrauben gewesen. Jetzt geben sie mir aber alles, ne? Messer benötigt. Ja, machen wir. Okay. Kein Klicker drin. Schön. Irgendein Kampf steht uns noch bevor, auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt so viel Stuff geben. So. Kopf runter. Sieh mal! Da ist es! Ja, du hast recht. Jetzt brauchen wir noch eine Europalette, oder? Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Nee, klappt nicht. Ich schaffe den Sprung nicht. Ah, komm mal, da Fleisch hoch. Nee, ist ja auch Quatsch, ne? Da ist die Europalette. Sehen wir eine Leiter? Bin ich auch etwas überfragt. Da können wir doch gar nichts machen. Ellie, hast du mal einen Tipp? Also hier geht ja schon mal nichts, ne, würde ich sagen. Muss da, hier kann ich ja nicht rüber. Da ist die Europalette. Vielleicht wird ja so ein ganz dummer Tipp kommen. Muss ich dann wieder sagen. Unter Wasser, ja klar. Hier ist doch safe was. Stühle. Ja. Gar nicht dran gedacht. Oh shit. Wenn wir es noch überleben. Nee. Scheiße. Oder? Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. So. Hier ist mir gefühlt auch nichts. Brauchen wir noch eine Leiter oder so? Ah, hier hoch, okay. Die wollen uns hier nur in die Irre führen. Durchquetschen. Europalette, ich komme, ja. Ja, super. Okay, los, bring dich runter. Ich hoffe, das ist die letzte in dem Spiel. So, Ellie. Bitte nicht wieder an der Wand festbacken. Festglitschen. Okay. Auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Als ob sie sich nicht auch an seinen Schultern festhalten könnte beim Schwimmen. Ne? Was holt's jetzt? Entweder ein Brett oder eine Leiter? Ich tippe auf Brett.
Oder was passiert jetzt? Vorsicht! Oh. Oh, alles klar. Dann so. Ach, das war klar. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ah, ich habe schon mal eine Idee. Ah, da muss man erstmal drauf kommen. Eigentlich ziemlich simpel das Rätsel, aber ich habe beim ersten Durchgang schon damals auch so gestanden, hä, wie kriegt man die Leiter darüber? Aber eigentlich ein Rätsel für Dummies. Schwupp. Und schon kommen wir rüber. Gar kein Problem. So. Oh, okay. Gute Idee. Weiter geht's. Wir sind fast da. Oh, reißender Fluss. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Und dir danach. Okay, ich folge dir. Ob das hier gut geht, die Nummer. Alle hopp. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Lass mich nicht mal gebrauchen. Nicht hier runter von diesem Ding. Genau meine Meinung. So, jetzt kommt wieder der Fettklops auf den Bus. Und ich wette, es passiert jetzt was. Ja. Wie immer. Ellie, los! Nach vorne! Das ist einfach der Uncharted-Moment. Ich will irgendwo festhalten. Oh. Ellie! Scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen sie holen. Los. Los, 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 los. Oh, wie schnell sie bewusstlos ist. Krass. Scheiße, wenn man nicht schwimmen kann. Wir haben sie schnell nach oben. Boah. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Immer diese dumme Gewalt, ne? Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft?
Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Scheiß doch auf die Menschheit. Die ist doch eh am Ende. Unnötig. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben den Gang runter. Oh Mist. Der Schmuggler, er ist hier drin. Okay, dann würde ich sagen, die nächste Folge wird die letzte Folge, das große Finale. Bis dahin, ciao, ciao.